Whoa. Heya! Rote Herrie! Wichser! Hem Hotep! Nicht verfügbar. Mann, Mann, Mann. Achtung! Oh. Wow. Oh. Der Mann ist ein Dieb! Friede, Theon. Er sagt, er hätte nichts gestohlen. Willst du Serapis Zorn auf dich ziehen? Nein. Ich verklage dich wegen meines gebrochenen Beins, du Scheißkerl! Das hilft uns nicht weiter. Ich wusste es. Ihr Ägypter seid alle gleich. Das habe ich davon, dich einzustellen. Ihr seid alle Diebe. Mein bester Mann kümmert sich darum. Wir klären das auf. Ich? Okay. Ich bin das Opfer hier. Mein Fell wurde gestohlen. Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester? Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder. Yeah, so... Ach so, cool, man kann sogar selber verlassen. Okay. Dann haben wir diesen. Oh, er hat noch was. Ich möchte Serapis weiter dienen, wenn Bedarf besteht. Es gibt da eine Sache. Soldaten haben unrechtmäßig Nahrung im Namen von Serapis beschlagnahmt. Sie treiben den Zehnten ein und nehmen das Doppelte für sich selbst. Dann bringen sie es zum Arsenal und teilen es mit den Philakitai. Jetzt hungert das Volk. Und es wird immer schlimmer. Keine Sorge, Priester. Ich lasse das Volk nicht verhungern. Ich werde unter den Menschen am Kai auf dich warten. Der Kahn ist auf dem Weg vom nordwestlichen Markt zum Arsenal. Okay. Schauen wir doch mal. Vom Markt zum Arsenal. Also muss er dann darüber fahren wahrscheinlich, weil... Da ist das Arsenal, alles klar. Au. Bisschen Vanesti. Belles Leck. Verkehrt mir noch. Okay.
Wow. Bewegung! Hey. Los! Was bist du denn? Hey. Gib den Weg frei! Aus dem Weg! Was stimmt nicht mit dir? Gib den Weg frei! Ah. Scheiße! Der Hotas ist tot! Gemeinsam! Bewegung! Los! Hey, was machst du denn da? Steh auf! Arbeitet zusammen! Hey, wir sind im Vorteil! Wir machen ihn fertig. Hier kommt keiner lebend raus. Verlass dich drauf, Philos. Hey, Meister! Ihr besteht Serapis. Ihr Wachen sollt doch das Gesetz schützen. Erbärmlich. Für dieses Essen habe ich eine bessere Verwendung. Das ist genau, was die Einwohner brauchen. Aufsatteln. Scheiße, das ist nicht gut. Ist da noch Heu drin? Idioten! Bewegung! Los! Was denkst du hier frei? Wo bist du hier? Ein Karren Lebensmittel. Wie bestellt. Die Wachen des Pharao haben gerne gespendet. Das, Seni, ist mehr, als ich erwartet habe. Serapis wird das Volk heute gut versorgen. Möget ihr seinen Segen empfangen, Priester. Du auch, Magi. Jawohl. Und? Nein, noch keine Blau. Okay. Lalala, 420 Meter. Hey, was? Kein schwerer Schuss. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Da. Bist du müde? Was ist denn hier? Wow. Hey,
zusammen und... Zu mir, Brüder! Wohin sind her, ja, aber alle weg. Oben ist noch einer. Aus dem Weg! Gib den Weg frei! Hey! Dann den nach Hontas erwischen! Ogalos, Evge! Aus dem Weg! Was denkst du dir dabei? Was? Scheiße! Der Achontas ist tot! Sauber, komm mal da hin. Oh, warte mal, da ist ein Schmied. Wow. Willkommen, kann ich dir helfen? Verkauf. Einfache Schwerte. Doppelklinge wäre natürlich schön. Dann leb wohl. Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Lass mich mit meinem Schmerz allein. Ich bin ein Freund von Phanos, ein Beschützer. Schlag den da nochmal! Er verdient es! Hol sie dir! Den da als Nächsten! Der da stinkt wie die Pest, pass auf! Nimm dich in Acht, sein Haar! Er hat Läuse! Läuse! Ωστε σίβι μιαν καλή συντοχρόνου μου ερήσου.
Hm, er steht da unten rum. Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flaccos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig, ich bitte dich. Deine Frau sagte, ich soll dich aus Alexandria rausbringen. Meine Frau? Sie ist die Beste, ja. Es gibt ein Boot im Hafen. Bring mich dorthin. Dieser Eodoros, ein abscheulicher Mensch. Er konnte nicht ertragen, dass ich ein besseres Buch geschrieben habe. Es war ein Buch über den Nil, voll wunderbarer Beschreibungen. Und ich kann sehr gut beschreiben, wenn ich das sagen darf. Deshalb hat Eodoros so viel aus meinem Buch gestohlen. Seine eigenen Werke sind geistlos. Er weiß gar nichts über den Nil. Er könnte nicht mal ein Nilpferd beschreiben, selbst wenn es ihm in den Arsch beißt. Die Soldaten werden mich umbringen, wenn sie uns finden. Und was wird dann aus meiner geliebten Frau? Sie ist das Licht meines Lebens. Nur mein Buch gefiel ihr nicht. Zu viele Krokodile, sagte sie. Womit sie nicht ganz unrecht hat. Trotzdem, Eodoros wird sich dafür verantworten müssen. Ich sollte dir sagen, Eodoros ist tot. Das höre ich gern. Möge er ewig im Hades schmoren. Hast du Eodoros selbst getötet? Hab ich. Guter Mann. Ich hoffe, es war sehr schmerzhaft für diesen Güllefresser. Aristo, hier drüben. Das Boot ist bereit. Wir stechen in See, sobald du an Bord bist. Meine Frau, den Göttern sei Dank. Wir sind da. Mein Liebster, ich bin so dankbar, dass du frei bist. Ihr müsst gehen. Die Philaketei werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Pflicht und Ehre gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter. Wie die Götter. So, das haben wir auch. Dann machen wir gleich mal das nächste. So, dann schauen wir gleich nochmal. Nebenquest. Mysteriöse Mörder. Dein Kreise. Also, 2 von 12. Das war die Quest, alles klar. Rituale Stätten in der Welt untersuchen. Okay, dann haben wir noch Klagen Arbeiter. Haupt ist auch so weit weg, alles klar. Die Odyssee. Ich mach da rein. Ja, hey, mal direkt noch eine höhere Bildung. Tefebi, du bringst mich noch ins Grab. Nein, Mutter. Ich bringe dir die Erlösung. Keine Oliven mehr,
keine Miete mehr für die Presse. Kümmer dich um das, was direkt vor dir liegt, du Schwachkopf. Nicht um das Wunder hinter dem Horizont. Aber was für ein Wunder, Mutter. Das weiße Gewand der Philosophen und damit auch Drachmen. Der Papyrus, den du verloren hast, ist was wert. Bist du auch sicher, dass es hier war? Ich hab es doch schon gesagt. Der Papyrus wurde mir gestohlen. Gib endlich zu, dass du ihn verloren hast. Er wurde mir gestohlen, Mutter. Keine Sorge. Ich hol ihn zurück. Ich werde dabei nur etwas Hilfe brauchen. Magi, ich brauche Hilfe. Mal wieder. Mein dummer Sohn hat meine Opfergabe in seinem Papyrus vergessen und mit ihm verloren. Ich kann mein Öl ohne den Segen nicht verkaufen. Nein, nicht verloren. Die Wachen nahmen es. Dieser Papyrus ist mein Leben, Magi. Diese Wachen gehen zu weit. Da sind alle meine Notizen drauf. Und sie warfen sie einfach auf ein Boot. Ich werde mir das mal ansehen. Und ich werde dein Opfer finden, Mütterchen. Okay. Idioti. Steht auch ein Schiffchen. Das muss das Boot sein, von dem Tifibi sprach. Vielleicht kann ich mich ungesehen reinschleichen. Wachen werden es sich gut überlegen, ob sie Tefibi nochmal belästigen. Da ist der Papyrus. Und die Opfergabe. Da werden sich die beiden aber freuen. Tut sonst nicht. Ja, die ging mal schnell. Aus dem Weg! Jetzt beweise ich Ihnen, dass ich genauso klug bin. Hör doch auf mit dem Unsinn. Die Griechen werden dich nie akzeptieren. Doch werden sie. Ich werde bald Philosoph sein. Deine Opfergabe. Jetzt kannst du mit dem Olivenölverkauf weitermachen. Er macht mir ständig nur Sorgen. Das ist schwer zu verstehen, wenn man keine Kinder hat. Hab einfach Vertrauen in ihn. Er kommt zurecht. Höhere Bildung abgeschlossen. So. Da. Stufe 22. 21, naja, gut. Wird eng. Ups. Τι πλέον μέλους η ώρα.
Amaxa elavnis ga gagisteos. Amenisto. Bewegung, los! Ogalos, evge! Wow. Bajek, genau der Magi, den ich gesucht habe. Wir wissen, wie wir Gennadios Philaketai loswerden. Du hast diese Scheißkerle gefunden? In der Tat. Eine Gruppe patrouilliert am Wasser, eine weitere wartet im Waffenlager und verhaftet, wen sie will. Der letzte Mann verkündet laut Propaganda gegen uns in einem Streitwagen auf der Kanobischen Straße, sobald wir die los sind. Deine Poeten können ihre gute Nachricht in der ganzen Stadt verbreiten. Wir kümmern uns um diese Philaketai. Halten zum Verfolgen. So, warten wir mal. Finde und töte Streitwagenlenker. Finde und töte Soldaten. Finde das Waffenlager und greifst an. Alles klar. Malla here. Oh here. Oi. Dies Misonos Afrosini. Oh. Oh. Die Straße, ihr Narren! Geht den Weg frei! Ein Philaketai in einem Streitwagen. Ich muss Alexandria von diesen Schweinen befreien. Tod allen Verrätern! Sie müssen auf der Stelle bestrafen! Wow. Ich reiß dir die Eier! Amaxai, love nicht gar Gagiste! Es ging ja schneller, wie man dachte. Wow. Das sind Gennadios Philaketai. Das ist das Waffenlager, von dem Phanos erzählt hat. Wir sind einer weniger. Der Befehl lautet, falls nötig, gewaltsam zu rekrutieren. Okay, hier waren wir vorhin schon mal. Okay, die sind auf einem Boot. Ziehen wir schnell ein Boot? Nö, ne? Hey, was? Helft mir mal hier drüben! Das war's! Stirb! Den Achontas erwischt! Schnell!
Oh, das haben wir auch. So, dann kann man schon wieder abgeben. Gleich mal kicken. Triff einen Gelehrten. Zwischen den Pyramiden. Oh.